Willkommen bei Ground and Pound TV, Elia Stefaneski, fort bei GMC 5. Und wie man schon sehen kann, das University of Fighting Team fast vollzählig an meiner Seite. Nick Salcho hat vorhin seinen Kampf erfolgreich gestalten können. David Defort ebenso. Und David Zawada wird gleich noch kämpfen. Er hilft uns gerade bei der Übersetzung bei seinem Namensvetter David. Ich fange bei dir an, Nick. Du hast gerade gekämpft gegen Christian Skorczyk. Spannende Partie, nicht unbedingt. Du lagst oben, konntest die ganze Zeit Ground and Pound ansetzen und zu guter Letzt durch Submission gewinnen. Gib uns vielleicht ein kleines Update, wie du dich gefühlt hast da draußen. Ja, also ich habe halt erstmal versucht, ein bisschen was im Stand zu machen. Er war halt sehr lang und ich konnte so meinen Jab nicht richtig durchbringen. Hab dann versucht, ein bisschen mit Kicks, aber den hat er dann ganz gut abgefangen und dann, was blieb mir übrig, halt Takedown und den am Boden müde machen. Und das habe ich ganz gut hingekriegt, immer schön Druck gemacht auf seinen Hals und hier und da mal einen Ellbogen reingeknallt, ein bisschen auf die Rippen gehauen und habe schon ziemlich früh gemerkt, dass ihm die Luft ausgeht, also dass ich ihn so ein bisschen rausgeprügelt habe, kann man so sagen. Und das war eigentlich so mein Game, das war erstmal ein bisschen im Stand machen. War erstmal geplant, die erste Minute 5 Treffer, ohne selbst getroffen zu werden. Hat nicht ganz geklappt, aber ich konnte diesmal sehr ruhig kämpfen, habe mir Zeit genommen, habe alles eigentlich so gemacht, wie ich es vorhatte. Hast du damit gerechnet, dass du ihn am Boden dominieren kannst? Er ist ja selbst eher bekannt als Grappler. Ja, also ich meine, jeder weiß, dass ich halt auch vom Grappling komme. Und ich habe jetzt nicht so viel riskiert. Ich wusste, dass seine Triangle gut ist. Und sobald er versucht hat, die anzusetzen, bin ich direkt rausgegangen und dann halt direkt mit Ground and Pound gekontert, damit er gar nicht nochmal auf die Idee kommt. Und so habe ich mein Ding halt durchgezogen. Ne? Ja, hat wunderbar geklappt. Jetzt hast du wieder den nächsten Sieg in Folge einfahren können. Du bist jetzt noch ungeschlagen als Profi. Ja. Wie geht's mit dir weiter? Blickst du schon ein bisschen in die Zukunft? Du wirst ja wahrscheinlich das Ranking leicht hochgegangen sein. Du hättest gegen Tassilo La kämpfen sollen. Ist da vielleicht noch was offen? Ja, also gegen Tassilo ist halt, tut mir echt leid. Er hat sich halt verletzt am Knie. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall an der Stelle gute Besserung. Ich hätte gerne gegen ihn gekämpft. Er ist ein sehr starker Mann. Und ich suche halt immer die Herausforderung, dass ich halt auch gegen starke Leute kämpfe. Bin auch sehr dankbar, dass der Christian jetzt noch kurzfristig eingesprungen ist, weil sein Gegner halt auch abgesagt hatte. Und an sich hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich jetzt kämpfe. Ich wurde vor 2 Wochen gefragt. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur in Thailand BJJ trainiert und ganz wenig Stand-Up. Und, du hast ja des Öfteren Glück mit den Gegnern, ne? Wie ja. Man weiß. Keine Ahnung, es scheint bei mir wohl zu sein, dass ich habe mehr Kampfabsagen als Kämpfe und immer halt so recht kurzfristig, dass schlechten anderer Gegner gefunden werden konnte und deswegen bin ich sehr dankbar für Chris, dass er auch eingesprungen ist und hat einen guten Kampf gemacht. Er ist noch sehr jung, ich bin schon, nicht alt, aber so ein Mittelding und mal gucken, was auf die Zukunft jetzt. Ich habe jetzt vor, noch in London zu kämpfen und auf der Naga in Paris. Aber sonst MMA habe ich jetzt mir keinen Gedanken drüber gemacht, weil immer diese Absagen und wenn es kommt, kommt. Wenn nicht, dann konzentriere ich mich weiter aufs Grappling. Super, danke für dein Statement. Nochmal Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Lass uns vielleicht ein bisschen Bäumchen wechseln, die spielen, dass ich die beiden Jungs herhole. David, great fight. Did it go the way you expected it would go? Oder soll er, wenn er mag, kann er auch auf Polnisch, Englisch? Listen. Okay. That was my first time profi fight. So, yeah, I got a plan, but fight is fight. So, a little bit stress. My mind was not the best, but miałem problemy z plecami jeszcze 2 tygodnie przed walką. Er hatte noch, 2-3 Wochen vorher hatte er Probleme mit dem Rücken, das haben wir noch gerade so hingekriegt, deswegen. Nie wiedziałem, że wystartuję, że będę walczył, bo nie byłem gotowy na to, żeby walczyć, ponieważ miałem problemy bardzo z plecami, musiałem w szpitalu być przez chwilę, żeby mi tam te plecy coś zrobili z tymi plecami, no ale się udało, wygrałem walkę.
Ja, also der hatte halt diese Probleme mit dem Rücken und der wusste gar nicht, dass er kämpfen wird. Das kam auch erst 2 Wochen vorher so, weil der war eine Zeit lang auch im Krankenhaus wegen dem Rücken. Ja, aber er hat den Kampf durchgezogen und halt gewonnen. Ja. No i co? Ja. Wygrałem. Miałem, stolz drauf, ja. Miałem plan, żeby to w pierwszej rundzie zakończyć, no ale walka jest walką i różnie to bywa. Wygrałem na punkty, 3 rundy, ciekawej walki, spokojnie, no, mądrze i było dobrze. Ja, also der wollte, ich glaube, ich habe so halbwegs verstanden, dass er zufrieden ist, dass er nach Punkten gewonnen hat. Zufrieden, aber der wollte halt den Kampf in der ersten Runde, das war so sein Gefühl, aber der sagt auch, also ist über die volle Distanz gegangen, der hat gewonnen nach Punkten, was soll er sagen, war ein schlauer Kampf vor ihm auch, halt die Defense zu halten beim Boden, weil er ein guter Grappler ist, aber ja, er hat sein Ding gemacht, ist stolz drauf und wir sind auch alle stolz auf ihn, dass er gewonnen hat. Und ja, guten Kampf gemacht, I switch to English again, good fight, because in the preview of the fights, we talked about you and your opponent, yeah. Mehmet Yüksel, we said he's a good guy on the ground and you probably want to keep it standing. That was the game plan, obviously you did that very good. Like you said, the first round you had the feeling that you could finish him. What do you think happened there? What should you have done? byłem przygotowany, robiłem z dobrymi grapplerami, mamy UFD, jest dobry team, mamy byłem przygotowany na jego grappling, co tam mogę dużo jeszcze powiedzieć, no. No to tyle. Ja, der meint also, wir haben in UFD, wir haben auch starke Grappler hier, der Nick und viele weitere. Wir konnten sich gut. Goran Redic ist jetzt auch da hingekommen, hat denen auch viel geholfen. Also Schwarzgott hat ihnen auch viele Techniken gezeigt und ja, wir haben uns bestmöglich vorbereitet, dass wenn es auf den Boden kommt, dass er halt auch, wenn er in die so brenzliche Situation kommt, aus Sicht von da befreien kann. Und ja, es lief alles nach Plan von unserer Sicht doch. Ja, lief gut, wenn man bedenkt, dass er noch verletzt war am Rücken. Also ich glaube, da gibt es im Endeffekt gar nichts zu meckern. Sieg ist ein Sieg und dein Gegner konnte dir nicht wirklich Probleme bereiten. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Congratulazie and thank you very much. Bitte. Bus. Bus. Kurzes Abschlusswort. Wollt ihr noch jemand danken? Dann lasst ihr euch gehen. Ja, yeah, I want to say thank you to my team in Phuket Top Team in Thailand, everybody who trained with me. Ich möchte meine Eltern grüßen, das ganze UFD Team. Ihr habt mir gut geholfen. David, Martin, alle. UFD Düsseldorf. Yeah. Peace up. Super. Vielen Dank.